Segeln wie anno dazumal. Die klassische Unteroffiziersausbildung auf der Gorch Fock. Die Gorch Fock, das Aushängeschild der deutschen Marine. Wohl kaum ein deutsches Schiff war jemals bekannter und begehrter bei allen, die Freiheit auf den Weltmeeren lieben. Die Dreimastpark, ein Traum für Segelfreunde. Weit weniger traumhaft die Ausbildung auf der Gorch Fock. Arira, Reise aufstehen! Eng ist es unter Deck. Eine komplette Wachhälfte, also mehr als 30 Mann, schläft hier dicht gedrängt. In Hängematten. Ellenbogen an Ellenbogen in zwei Reihen übereinander. Von Privatsphäre keine Spur. Und jeden Morgen das Gleiche. Erst Zurren der Hängematten, dann Musterung an Deck. Zu am Anfang ist es auch erstmal ungewöhnlich, weil jeder ist das Bett gewöhnt. Und dann, jeder braucht ja, wollte auch schon ein bisschen mehr Privatsphäre haben. Muss man sich dran gewöhnen. Das erfordert auf alle Fälle sehr viel Akzeptanz da, ja. Morgenstund hat Gold im Mund. Darauf kommt wohl niemand hier. Die Soldaten sind müde, die Nacht war kurz. Frühstückszeit. Rührei und frische Brötchen helfen der guten Laune auf die Sprünge. Und schon geht's zum Unterricht. Tau und Blockwerk stehen auf dem Lehrplan. Sich aus dem Weg gehen, das klappt am Tag genauso wenig wie in der Nacht. Fast schon eine verknotete Kameradschaft. 13 Uhr, Mittagspause an Bord der Gorch Fock. Die Unteroffizieranwärter nutzen die kostbare Zeit, um ein wenig Schlaf nachzuholen. Trotz der harten Schiffsplanken schlafen sie tief und fest. Ausschauen, oben rechts, bitte Glas. Der Glockenschlag, das sogenannte Glasen, kündigt den Wachwechsel an. Der Wind hat von West auf Südwest gedreht, also werden Segel gesetzt. Jetzt geht es nicht um militärischen Gehorsam und Disziplin, sondern vor allem um seemännisches Können. Aufentern in die Takelage, Umgang mit Tauwerk, sichere Bewegung überall auf dem Schiff. Und das alles nur mit Muskelkraft. Ein Schiff wie die Gorch Fock lässt sich nur im Team segeln. Das ist jedem an Bord schnell klar geworden. Alle ziehen an einen Strang. Zwar gibt es mal den und jenen, der keine Lust hat, aber der wird dann halt mitgerissen und der muss dann mitmachen. Aber im Endeffekt ist alles eigentlich top. On the top geht's jetzt auch, nämlich auf den 45 Meter hohen Mast. Umständlich antiquiert, vielleicht auch gefährlich. Seemannschaft auf einem Tiefwassersegler. Das meiste war für die Soldaten neu. Seit dem Auslaufen in Kiel ist es ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Schwere Unfälle sind selten. Quetschungen und Abschürfungen kommen schon mal vor. Doch leichtsinnig ist hier niemand. Am Anfang waren es zwar doch schon mulmige Gefühle, wenn man das erste Mal macht, aber mit der Zeit bekommt man Routine drin und man wird immer besser. Nicht nur die See ist rau, auch hin und wieder der Umgangston. Auf Bummelei und Unbeholfenheit folgt oft scharfe Kritik. Teamgeist, Charakterstärke, Hilfsbereitschaft und Härte gegen sich selbst. Jeder muss und kann sich auf seinen Nebenmann verlassen. Die ganze Angelegenheit hier schweißt eigentlich jeden zusammen und wir halten eigentlich alle zusammen. Militärischer Drill auf ständig schwankenden Planken. Mit der Zeit mussten sich auch die empfindlichsten Mägen daran gewöhnen. Gegen Seekrankheit hilft nur Arbeiten, Lernen und Essen. Möglichst in dieser Reihenfolge. Wenn sie dann wieder zu Hause sind, gibt es viel zu erzählen. Und lang entbehrtes wird nachgeholt.